Hey ihr Lieben, ja, ich begrüße euch hier aus Salzburg. Wunderschönes Wetter, die Sonne scheint. Und ja, der Willi hat mich angerufen, denn hier beim Cannabis Social Club Salzburg, da ist wohl eher eine Wolke über dem Club. Und ja, ich bin jetzt mal kurz hier beim Roland bei Plants for Friends und treffe mich da mit Willi, um mal kurz die Lage zu checken, was ist da eigentlich vorgefallen. Also, schauen wir mal. Lieber, komm. Hey Willi, Marius, hi. Schön dich zu sehen. Ich habe schon gesagt, draußen scheint die Sonne, nur beim Club Salzburg hängt eine Wolke, oder? Ja. Ich dachte, wir haben die Sonne aussichten, ja. Aber man muss machen. Ja, ich dachte, es wäre schöner von dir zu hören, ohne dass Probleme da sind, aber... Ja, du weißt es eh, Mario. Also, um euch das nochmal kurz zu sagen, Willi, auch Free Willi genannt. Free Willi. War ja schon wegen der beliebten Pflanze auch im Gefängnis leider, setzt sich hier in Salzburg ein für, ja, vor allen Dingen für ältere Menschen, für Patienten, die zu ihm kommen, seine Öle genießen. Und ja, hat halt immer wieder Ärger mit der Polizei gehabt und mit anderen Behörden und ja, kommt immer wieder auf die Beine und hat, glaube ich, hier die dicksten Eier. Und deswegen sind wir jetzt wieder hier. Willi, ich muss noch mal einen kurzen Rückblick geben für die Leute. Also, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du das letzte Mal, wo sie dir richtig Ärger gemacht haben, durch auch noch wieder einen anderen Typen, mit dem du gar nichts zu tun hattest? Genau. Da haben sie dir Ärger gemacht und da standest du vor Gericht, warst sogar auch im Knast. Ja, 3 Monate. Und Führerschein haben sie, wollen alles, sie auch. Alles Programm. Also alles, was geht. Also der Mann trägt das wirklich mit allen Konsequenzen. Und dann seit 2017 über die Corona-Zeit? Still. Still, wir haben machen können, was wir wollen, es ist mir nichts im Weg gelegt worden. Nur haben wir immer angesucht um die Pflanzen, das steht bei uns in den Statuten. Ich muss ansuchen, wenn man was machen will. Und ich habe auch laufend angesucht, beim Anschober, bei der Rendi Wagner. Uninteressant. Ja, oft keine Antwort. Ja, aber was ich erlebt habe und was ich dazu sagen will, für mich sind die Blauen die eigentlichen Grünen. Weil was die Grüne, aber zu dem kämen wir noch. Das ist okay, weil du, um das mal kurz zu erwähnen, wir müssen das so ein bisschen Stück für Stück machen. Ja. Jetzt hattest du auf jeden Fall Ruhe und du hast Anträge gestellt beim Alles. Damaligen, also nach dem Anschober hast du nochmal beim Mückstein einen Antrag, also eine Ausnahmegenehmigung für den Club, damit die das dürfen, was sie tun. Für das Projekt gestellt, mal. Genau. Ich glaube, da habe ich dir sogar mal was erzählt vom Projekt Mar. So macht man das ja auch und völlig legitim. Ja, klar, weil du musst im Vorhinein schon schützen. Und vor allen Dingen hat Willi sich ja auch gedacht, naja, die Grünen, die ja eh eigentlich die Legalisierung fordern, das kann ja nicht verkehrt sein, wenn man das da hinschickt. Offenbar doch, aber da kommt gleich zu. Ich bin total enttäuscht und sehr überrascht, weil das ist irre. So, dann. Auf einmal jetzt nach fast 4 Jahren, 5 Jahren. Auf einmal Leute Polizei bei mir, von mir im Dorf, also von Straßweichen, die normale. Weil du zu Hause Pflanzen im Keller hattest. Ja, weil der Nachbar angerufen hat, bei Willi stinkt's. Okay, also dann da sind waren sie halt gekommen. Das, ich muss da eins sagen, die haben Empathie gehabt, die sind geil, servus Willi, lange nicht mehr gesehen, wie es mir geht und hin und her. Ich habe ja noch alles erklärt. Die sind dann mit mir im Keller, weil ich habe gesagt, ich habe unten meine 10 Pflanzen stehen, die was ich ja eigentlich darf. Ja. Dann sind sie mit runtergegangen, habe ich ihnen die Pflanzen gezeigt, sind sie alle 3 Tage gestanden, 2 Polizistinnen, ein Polizist, habe jeden Tag jeden ein Buch von mir in die Hand gedrückt und habe sie über das, unser Endocannabinoid-System aufgeklärt. Die wollten eigentlich viel wissen. Dann haben sie sich die Pflanzen angeschaut. Dann habe ich noch gesagt, ob man es eh nicht anschneiden, weil ich habe ja für 10 Pflanzen einen Freispruch gekriegt und für 5 Pflanzen habe ich 400 Euro Geldstrafe gekriegt. Okay. Ist auch nicht mehr ins Ding eingegangen. Verwaltungsstrafe war das dann, haben sie umgewandelt. Mhm. Vor 2 Monaten bedingt. Und das Oberlandesgericht hat das umgewandelt in 400 Euro Geldstrafe für 5 Pflanzen. Und 10 Pflanzen hat mir die Richterin zugestanden, da war der Doktor, da waren die ganzen Ärzte von mir involviert und das hat auch gepasst. War ich zufrieden, okay. Ich habe mich auch danach gehalten. Für mich habe ich die 10 Pflanzen angebaut. Die Polizisten haben sich das angeschaut, haben einmal fürchterlich geraucht. Wie sie es gesehen haben, haben sie mich gefragt, ob das scharf ist, ob das EKT hat. Ja. Sage ich ja. Ja, sagt er. Dann sind sie eigentlich wieder gefahren. Dann sind sie eigentlich wieder gefahren. Nach 2 Tagen sind sie aber wieder gekommen und haben gesagt, sie haben
Sie haben jetzt den gekriegt von der BH. Sie müssen, von der Staatsanwalt, Sie müssen eine Blüte überschneiden, okay, dass Sie es testen können. Natürlich, der war das schon wieder zu blöd, sagt der Willi, du hast eh und was. Da hast du was Trockenes auch noch gehabt, nicht, dass wir deine Sachen wegnehmen. Und dann habe ich auch noch halt so einen Hanf für CBD mitgegeben. Und mit denen war es glücklich, nach 4 Tagen habe ich das CBD wieder zurückgekriegt und damit war alles erledigt. Okay. Habe ich mir gedacht. Dann hat sich die BH eingeschalten. Also dann Wochen später, oder? Ja, ein paar Wochen später, auf einmal kriege ich von der BH anscheinend, sie möchte mir einen Verein zusperren. Okay. Da denke ich mir, jetzt aber nochmal auch damit die User das verstehen. Ja. Die Polizisten, die wussten, die bei dir zu Hause waren, die wussten aber eigentlich noch nicht, dass ihr eigentlich underground, weil du musst dich ja noch verstecken, ein Social Club in Salzburg hast, oder? Ja, das, wir haben es schon gewusst, aber die werden ja nicht sagen, dass ich für meine Mitglieder auch was anbaut habe. Das werden ja nicht sagen. Okay. Da müssen sie schon selber drauf kommen. Okay. Die müssen ja auch arbeiten. Dann hatte ich also, ohne dass du es wusstest, offenbar, da kommen wir dann gleich zu, irgendeiner... Nein, das hat mit, das, wie sie jetzt draufgekommen sind, das hat mit denen nichts zu tun. Das ist nur, wie sie die Politik verhalten hat. Und die haben sie einfach so verhalten, dass wir schnell lassen haben, dass dann nochmal gekommen sind, dann habe ich auch noch ein bisschen was mitgegeben, aber von den anderen, von den Patienten haben sie das noch nicht gewusst. Okay. Das war Zufall, weil das haben sie gerochen. Okay. Hier ein Scheißbad. Muss ich gleich dazu sagen, sie wollten mal über was reintrunken, mit der Substanz. Hat es aber bei mir nie gegeben. Sonst darf ich halt nicht da sitzen. Okay. Ja. Dann hast du jetzt, wie gesagt, ein Schreiben bekommen, also vom von der Vereinsbehörde? Von der BH. Sie wollen mir einen Verein zumachen. Ohne Angaben. Da stand aber kein Grund? Gar nichts. Sie wollen einfach den Verein zumachen. Okay. Da habe ich Einspruch erhoben, weil okay, so leicht geht es das nicht, dass man bei uns in Österreich einen Verein schließt, ohne Grund. Zumal gibt es jetzt auch schon lange. Dann haben sie den schwarzen Peter genommen und ans Landesgericht geschickt. Da bin ich eigentlich drauf gekommen, wie das Ganze gelaufen ist. Das mit heißt, den Anzug. Ich habe ja vorher nie einmal gewusst. Du warst dann da, du hattest eine Anhörung? Ja, ich habe eine Anhörung. Ich habe eine Anhörung, weil das Gericht wollte, aber das, soweit die Richterin hat Empathie gezeigt, die hat einfach erkannt, um was da eigentlich geht. Da geht es um keine kriminelle Sache nicht, sondern da geht es um meine Mitglieder, die was seit der Impfung teilweise explodieren, die das sogar Ärzte kommen und schicken was. Da geht es um Hautausschläge und um solche Sachen. Und, okay. Ja. Aber nochmal, dann warst du jetzt also bei der Anhörung und hast also dort erfahren, dass dich offenbar. Naja, ich habe weil die Richterin gefragt hat, wer ist jetzt schuldig, wer hat mir die BH aufgekostet, wer hat mir das aufgekostet, hat die Richterin gesagt, nein, da liegt nichts vor, da liegt nur das eine Ansuchen vom Mückstein vor. Okay. Also hat der diesen auf, da hat die Richterin auch geschaut. Das ist ja irre. Was die Grünen mit uns tun, das ist, ich habe immer grün gewählt, weil sonst alle das haben versprochen haben, dass es überhaupt für Medizin einmal, scheiß auf den scheiß Schwarzmarkt, das interessiert mich eh nicht, aber meine Leute interessieren mich. Weil wenn du dir die anschaust, die sind fertig, kommen daher. Du bist so emotional, weil du ja, für Patienten ich bin da emotional, weil jetzt stehen 200 Leute da und die haben alles weggenommen. Ich kann das, vor allem war das nicht stärker wie 7% THC, so weit haben wir es aber extrahiert und das reicht denen. Ja. Natürlich, wenn du Krebs hast, dann musst du andere Sachen machen, aber für die allgemein, das ist... Was ist jetzt dabei rausgekommen? Du warst jetzt bei der Anhörung, hast erfahren, dass dich die Grünen da angezeigt haben, oder der Minister und selber. Der Minister. Was ist jetzt dabei rausgekommen? Ja, die entscheidet jetzt noch, die Richterin, sie hat sich das alles aufgeschrieben, ich habe ihr das Urteil geschickt, dass ich 10 Pflanzen frei habe, die hat halt nur einen Kopfball und sie hat gesagt, sie ist für Cannabis gut eingestellt. Und hat über die ganze Geschichte von den Grünen und was da passiert ist, eigentlich nur mehr einen Kopf beidelt. Was auch im Akt aufgenommen hat, das habe ich ihr nicht schenken, der will. Ich habe über das ganze ein Buch geschrieben. Da kann man das nachlesen, zuerst meine Geschichten an die Leute, die was zu mir gekommen sind, das sind die Erfahrungswerte, wie es denen gegangen sind. Aber sie hat es dann im Akt aufgenommen, weil sie wollte es unbedingt lesen. So, und dann hast du also erst jetzt praktisch letzte Woche erfahren, dass eigentlich schon seit mehreren Monaten... Ja, das war am Wochenende. Wir haben das Projekt mal, muss ich da von Anfang, das war ein Steppenscheid, wir haben das Projekt mal in die Wege angefangen und über das habe ich ja eigentlich angesucht, dass wir
für die Mitglieder DHC anbauen dürfen, aber so oberdosiert, dass sie nicht in den Heizzustand kommen, sondern in den entspannenden Zustand. Okay. Weil wir haben jetzt Öle gemacht, ungefähr so mit 15% CBD und zwischen 5 und 7% DHC. Mhm. Und das ist für mich Cannabidiol, weil der Cannabidiolanteil höher ist wie der THC-Anteil. Weil nun mal im Schwarzmarkt ist es umgekehrt. Aber für Medizin sollte der CBD-Anteil eigentlich höher sein. Bei gewissen Sachen. Natürlich gibt es da andere, aber du musst in die Forschung gehen. Aber unsere Erfahrung ist halt, dass man für die... Ist deine Ansicht auf jeden Fall der Ding. Ja, aber das ist am einfachsten. Ja. Du überschreitst einen gewissen THC-Gehalt nicht und du hilfst die Leute damit. So, und dann habe ich jetzt eben noch erfahren, ist dann auch noch gegen deinen Bruder ermittelt worden, weil er dir einmal bei den Pflanzengießen geholfen hat? Nein, nicht einmal gegossen, oder der ist mit reingegangen, hat drin einen Kaffee getrunken und hat mir dann zugeschaut und hat gesagt, der darf nicht, weil sonst sperren sie ihn wieder ein. Ja, du lachst darüber. Ja, ich muss ja. Aber ich finde es hart, weil sein Bruder hat, glaube ich, eh noch eine Bewährung, auch wegen einer Pflanze. Ja. Aber das ist zum Nachvollziehen, Mario. Das ist mein Zeug und vor allem das Witzigste ist ja das, den haben seine Schwammerl mitgenommen. Ja, gut. Und im Endeffekt sind es Storpils gewesen. Also unsere Polizisten sind hier unheimlich gut drogenmäßig ausgebildet. Ja, also die alles, was irgendwie... Also die hauen, die nehmen die Düngermittel mit, weil das wahrscheinlich LSD-Tropfen sind und die nehmen auch Steinpilze mit, weil es wahrscheinlich psychedelische... Vor allem hat der Polizist zu meinem Bruder gesagt, nein, Sepp, bitte, das Cannabis ist nicht so gefährlich wegen den... Aber die Schwammerl sind es, der weiß halt die Steinpilze. So, und dann haben sie... Also durch die Beschattung, die haben dich also 2-3 Monate beschattet. Ja, sie haben alles abgeholt. Haben sie also den Club gefunden und haben praktisch dort über 100 Pflanzen 120 Pflanzen haben sie mir abgeschnitten. Das, was eigentlich für die Produktion gewesen war, ich habe ihnen das erklärt, wie wir es herrichten. Wir schneiden, wenn es fertig sind, wird es abgeschnitten, 2 Wochen aufgehängt, dann in 100 Gramm Sackerl verschweißt und dann nach 2 Wochen rausgegeben, Topf und fermentiert. Und das ist dauert auch wieder 4 Wochen und dann hast du aber Qualität. Und trotzdem hat jetzt das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, die Schließung des Vereins, die wissen also gar nicht, dass du da angesucht jetzt... Angesucht habe, das wissen sie auch nicht und ich habe ja über das angesagt, nur hat er mir es nicht erlaubt. Aber das war uns, wenn der Anschober zu mir schreibt, wir sollen Selbstverantwortung übernehmen, dann habe ich mir lieber das Schreiben ausgesucht. Naja, natürlich sucht man sich das Schreiben aus, was für einen besser ist. Ja, natürlich. Ich meine, er hat ja auch schon... Ich glaube, 6 oder 7 oder 10 Ausnahmegenehmigungen gestellt bei Ministern, bei also alles, was Rang und Namen in Österreich hat, hat der Willi, glaube ich, schon einen Ausnahmeantrag gestellt. Ich meine, er geht ja wirklich alle Wege. Das kann man einem ja nicht negativ ansehen oder sagen, weil du jetzt einen Antrag gestellt hast, zeige ich dich jetzt an. Weil du gehst uns hier auf den Sack mit deinen Anträgen. Ja? Ich finde, das ist keine Art. Um das geht es ja. Die haben Angst gehabt, dass ich für Süd. Ich kann ja für jeden einzelnen Patienten aussuchen. Was glaubst du, das hätten wir jetzt gerade in Vorbereitung gemacht? Was glaubst du, wirst du überschwemmt? Hm. Wenn man dann in Österreich aufruft, sie sollen alle bei der AGES aussuchen, weil du darfst ja bei uns in Österreich über verbotene Substanz gar nicht aussuchen. Nur haben sie mir in die Statuten. Ich habe in die Statuten stehen, alles, was über 0,3% THC ist, muss ich ansuchen. Und nach dem haben wir sie alle gehalten. Die haben mich anhorchen können. Was wollen? Ich hätte ihnen also so auch erzählt oder erklärt. 2017 war dasselbe. Da war es schon so weit, dass die Polizei zu mir gekommen ist, bevor das von Niederösterreich war. Das war 2 Wochen vorher und haben zu mir gesagt, du Willi, der Staatsanwalt hat uns keinen Durchsuchungsbefehl mehr gegeben, weil die gemeint haben, er macht keine Werbung mehr für mich. Jetzt sind die entschieden. Das muss so ein schöner Lob, oder? Ja, die sind jetzt in Eigendorf auf dem Busenbein angesessen und haben gesagt, jetzt wissen sie nicht mehr, was da soll. Ja. Jetzt haben sie sich was überlegt, darum sind sie jetzt da, haben mir erklärt, ja Willi, wie tun wir denn? Ich weiß ja ganz genau, dass du unten wieder was angesetzt hast. So, ja sicher, ich bin wieder beim Fall, wollt's nachschauen? Nein, brauchen wir nicht. Auf alle Fälle ist es jetzt so gewesen, dass wir alle 2 Monate zu dir kommen. Und weh, du hast mehr als 200 Pflanzen drin. Dann habe ich gesagt, was ist, wenn ich 208 habe? Weil könnten ja ein paar krank werden. Ja, hat er gesagt, weißt du. Aber die lachen ja selber.
Also auch man als Obmann weiß oft gar nicht, was man machen soll, weil der eine wieder das erzählt, und dann, der andere das. Und dann war ein Polizist dabei, beim Aussehen teilt er mal so, teilt er mal zu den Stirn, hat er mal 7 Pflanzen hinterher gestellt. Weil seine Mutter hat nämlich Gicht und die kriegt nicht getroffen von mir. Der hat mir nicht einmal... Ja, irre. Ich weiß, du könntest noch stundenlang erzählen, ja, glaube ich. Ja, was glaubst du? Verfolgen Willi einfach über seine Facebook-Seite oder... wir haben jetzt unsere Homepage, das ist ganz neu gemacht worden. Ja, da kann man sich dann die Dinge, ich werde dann die ganzen Geschichten wieder einstellen, was seit 2013 passiert ist, schon langsam. Ich war ja in konkret, bei uns war der Residarins da. Die Zoglau hat das verfilmt, ich bin mit denen zu meinen Patienten gefahren. Du musst dir vorstellen, die geben mir einen Tranabinol, die sitzen den ganzen Tag da, sind dicht und können sie nicht mehr rühren. Dann bin ich vorbei, habe ich ihm das CBD gegeben, dann hat er seinen Alltag bewältigen können. Mhm. Weil CBD einfach den psychischen Zustand ist. Das ist immer wieder tolle Erfolgsgeschichte. Ja. Nein, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück, dass es gut ausgeht und dass sie dir den Club da nicht schließen wollen. Ja, dann gehen wir in den Untergrund. Ich habe ja gesagt, wenn sie jetzt wieder so anfängt, wie 2012, wenn wir das ganze Geschichte wieder wiederholen, ich fange genau wieder so an, wie ich es immer da habe. Und die Energie habe ich noch, weil ihr nehmt mir die nicht. Schön, dass dich gibt, Willi. Bis dann, mach weiter. Dann wir hören Sie, Mario. Ciao.